Ich bin Simon Stadler, ich bin 27, ich bin Mitglied der jungen CVP Uri. Ich komme aus Altdorf und meine Hobbys sind Unihockey, Berggehen, Jassen, Kollegen treffen. Ich bin gelernter Maurer, nachher habe ich technische Brassmatur gemacht und momentan bin ich zu Golda bei der Marlehrerausbildung an der PHSZ. Meine grösste Stärke ist, dass ich spontan bin. Ich habe also schon mega viele schöne Erlebnisse gehabt, wo wir zum Beispiel spontan irgendwie auf einem Berg sind. Ich bin stolz auf den Kanton Uri, weil ich mich hier daheim fühle. Weil ich stolz bin auf die Landschaft, die wir hier haben. Wir haben Seen, wir haben schöne Berge und auf das bin ich stolz. Mich stört am Kanton Uri, dass wir eigentlich national nur als Durchgangsort wahrgenommen werden und nicht bekannt sind für unsere schöne Landschaft. Ich will weitere 4 Jahre im Landrat bleiben, dass ich mich weiterhin für den Kanton Uri einsetzen kann und euch helfen kann, den Kanton Uri weiterzuentwickeln. Simon, du sitzt bereits 4 Jahre im Landrat. Was hat dich in den 4 Jahren am meisten überrascht? Überrascht hat mich zum Beispiel, was ich jetzt persönlich sagen kann, ist, dass der Regierungsrat gegen die Brassstadt war und man eigentlich als junger Landrat, wenn man frisch gewählt ist, schon etwas durchbringen kann, eigentlich schon relativ früh mit einem Vorstoss, wo die Regierung eigentlich dagegen ist. Wie viel Mal hast du denn 4 Jahre Zeitung gelesen während der Session? Zeitung nie. Kein einziges Mal. Handy? Laptop? Handy habe ich auch schon Nachrichten eben nachgeschaut. Was wirst du in den nächsten 4 Jahren erreichen wollen, wenn sie dich wieder wählen? Was will ich erreichen? Ich will einen Beitrag leisten, dass wir zum Beispiel weniger Landtag verbrauchen. Das ist etwas, was ich erreichen will. Ich will die erneuerbaren Energien, die jetzt teilweise wieder gestoppt worden sind im Landrat, dass man die wieder ein bisschen aufnimmt, aufs Tapet nimmt und die dann eigentlich fördern. Weniger Land verbrauchen, wie ist das zu verstehen? Auch da habe ich bereits einen Vorstoss gemacht, wo eigentlich geheiss hat, dass man zuerst eigentlich bestehendes Industrieareal soll verdichten soll, vor was man nie aus der Dietzone und dort überbauen. Und das ist eins, eben sicher Verdichtung und was man eigentlich erst nie aus Land da längen, wenn sonst keins mehr rum ist. Du bist Lehrer, haben zwar viele Ferien, aber wenn sie am Arbeiten sind, sind sie sehr viel am Arbeiten, sie brauchen Zeit für ihren Job. Hast du überhaupt noch Zeit für Politik? Das kommt uns. Nein, es wird euch ein bisschen in die Richtung gehen. Ich sage nicht unbedingt einen Job, der 100% ist. Du setzt auf Kartenpolitik auch? Nein, also Politik ist für mich ein Hobby. Blöderweise findet das Hobby während dem Alltag statt, also nicht am Abend, der grösste Teil. Und ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn es sich irgendwie würde ergeben, wenn ich nicht 100% mehr arbeite. Und dass der daneben noch Platz hat als Politik. Simon, du sitzt in der Staatspolitischen Kommission. Ein Fall, der fast die ganze Welt bewegt hat, könnte man meinen, Ignaz Walker. Hat der Ruf vom Kanton Uri irgendwie gelitten wegen dem Fall? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ich habe das Gefühl schon. Also teilweise ist wie? Der Kanton Uri ist ein bisschen lächerlich hineingezogen worden. Es ist von den Medien immer wieder aufgegriffen worden. Sind Medien schuld? Teils. Also teilweise ist sehr überspitzt dargestellt worden, was alles falsch gegangen ist. Aber es ist teilweise auch ein bisschen ungerecht gewesen, weil sich Gegenseiten, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, nicht können öffentlich äußern zu gewissen Sachen. Und das ist teilweise, habe ich es nicht immer ganz fair gefunden. Haben die Medien ihre Aufgaben nicht gemacht oder haben sie jetzt intensiv wahrgenommen? Aufgaben nicht gemacht? Oh, nein, ich finde, Aufgaben haben sie gemacht. Sie haben darauf angeschaut. Die Frage ist einfach, wie ausgeglichen, was die Berichte sind. Ich nenne jetzt nicht irgendwie eine Zeitung, die es sehr gut gemacht hat oder nicht. Es hat überall wieder gute Berichte gegeben oder wieder schlechtere Berichte. Es ist eine Pflicht von der Zeitung, was sie das dann aufgreifen, was sie das dann behandeln. Die Frage ist immer, wie man es halt macht oder wie ausgeglichen was es ist. Krippenplätze sind immer wieder das Thema, auch im Kanton Uri. Findest du, wir haben zu wenig Krippenplätze hier? Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich zu wenig mit dem befasst. Könnte sein, dass das früher oder später mal ein Thema wird, auch bei dir? Vielleicht. Du hast ein offenes Ohr für solche Anliegen? Ja, ich glaube schon. Ja, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, ja. Okay, du bist ja der junge CVP. Hast du heute schon 2, 3 Gebete gesprochen? Das C, das berühmte.
Was heisst das? Was bedeutet das für dich? Was hat die CVP für ein Profil? Also ich war heute mal nur, was sie gebetet haben, aber das war ein anderer Parteitag von der christlichen Partei, von der EDU. Nein, ich da nicht täglich beten. Also ich bin nicht in der CVP wegen C, sondern ich bin wegen der politischen Position eigentlich dort. Sie ist in der Mitte. Sie da Familienpolitik machen. Sie dort sich an der Bildung dort sie sich stark engagieren. Und sie ist auch für Anliegen für die Umwelt offen. Und das sind eigentlich wegen dem bin ich eigentlich der CVP. Du sagst, du siehst nicht wegen C in der CVP. Nun, es ist einer von drei Buchstaben. Können wir auf den verzichten? Ja. Ein Namensänderung? Also von mir aus kann man das gerne machen. Zwar, ich finde es einfach schwierig, wann macht man die Namensänderung. Also rein von der Partei her gesehen, kann sein, was man Leute verliert und dann muss man schauen, also das Sinn macht. Aber ich bin nicht angewiesen auf eine SC. Simon, vielen Dank für deine Worte. We'll be right back.